Nachgehakt. Was wurde aus den Versuchen von Günther Oettinger, den Atomausstieg 2.0 von Brüssel aus zu untertreiben? Existenzbedrohung ist okay, aber Stromausfall geht gar nicht. Über den nachbarschaftlichen Umgang mit Sicherheit und Versorgungssicherheit. Plan aufgeflogen. Gesetzliche Finte soll Atomausstieg in EU sabotieren, so titelte am 18. September 2011, ein halbes Jahr nach Fukushima, die österreichische Kronenzeitung. Ihr war ein Dokument zugespielt worden, aus dem hervorging, dass Ex-Energiekommissar Oettinger in europäischem Recht verankern wollte, dass Nachbarstaaten von Atomaussteigern die Abschaltung von Atomkraftwerken verhindern können. Versorgungssicherheit heißt das Zauberwort, das den nukleophilen Staaten ein Sabotagehebel an die Hand geben sollte. Aus dem deutschen Blätterwald donnerte dazu die Begleitmusik. Aufgrund einer Falschmeldung des Energiebranchenverbandes BDEW titelten Leitmedien und Agenturen unisono: Stromimporte steigen nach AKW aus drastisch an. Obgleich Deutschland auch ein halbes Jahr nach Fukushima trotz der Abschaltung von 8 AKW immer noch Netto-Exporteur war. Es blieb danach recht ruhig um Oettingers geplante Versorgungssicherheitsfinte. Zwar flog er zwischenzeitlich mal auf, als er am 6. März 2013 vor Atomaufsehern einen kreativen Vorschlag unterbreitete, wie AKW, die ohne Subventionen längst vom Markt gefegt wären, finanzierbar wären. Eine sensible Umgehung oder pragmatische Anpassung des Beihilferechts sollte den Griff der Atomlobby tief in die Taschen der Steuerzahler ermöglichen. Das war der Wegbereiter für das britische Atomprojekt Hinkley Point und alle subventionierten Folgeprojekte in der EU. Im selben Jahr, am 14. Oktober 2013, titelte die Süddeutsche: Oettinger schönt Subventionsbericht. Da flog auf, dass er die fossilen nuklearen Subventionen gegenüber den erneuerbaren schönradiert hatte. Doch die EU-nachbarschaftliche Mitsprache zur Gängelung von Atomaussteigern geriet aus dem Blickfeld. Aktuell ranken sich die Schlagzeilen auch mehr um nachbarschaftliches Mitspracherecht in Bezug auf Sicherheit, nicht Versorgungssicherheit. Da wird die Bundespolitik von allen Seiten aufgefordert, sich schützend vor ihre Bürger zu stellen, die durch grenznahe, hochgefährliche Altmeiler wie Fessenheim, Doel oder Tihange bedroht werden. All diese Reaktoren haben ein Sprödbruchproblem am Herzen, also Materialschwächen am Reaktordruckbehälter. Aus Berlin gibt es nur kollektives Schulterzucken, kein Mitspracherecht in puncto Sicherheit. Das gibt der Euratom-Vertrag nicht her. Ein jämmerliches Bild, wenn man bedenkt, dass alle in der EU noch laufenden rund 130 Atomreaktoren näher sind am eigenen Acker, am nicht abbezahlten Eigenheim, an Schule, Kindergarten oder Freundeskreis als Tschernobyl. Unterdessen hat Oettingers Finte am 15. Dezember 2015 unbemerkt Eingang in eine Entschließung des EU-Parlaments zum Thema Wege zu einer europäischen Energieunion gefunden. Dort heißt es: Das Europäische Parlament, gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft Euratom, fordert die Mitgliedstaaten, die aus der Kernenergie aussteigen, auf, sicherzustellen, dass sie durch eine Energieerzeugung ersetzt wird, die den gleichen Versorgungsbeitrag leisten und zur Stabilisierung des gemeinsamen Erzeugungs- und Verteilungssystems beitragen kann. Euratom, das undemokratische, intransparente, asymmetrische Förderinstrument der Atomindustrie, wird im kommenden Jahr 60 Jahre alt. Als Sigmar Gabriel im Januar 2016 tönte: Wir brauchen keinen Welpenschutz mehr, war das kein Plädoyer für den Ausstieg aus Euratom. Er will das Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG zum 17. Geburtstag beerdigen. Die Ethikkommission für den Atomausstieg 2.0 hat dagegen im Entwurf ihres Schlussdokuments der Bundesregierung die Kündigung des Euratom-Vertrags empfohlen.